Ja, viele haben sich ja gewundert, wieso sie nichts zu Weihnachten bekommen haben. Ich kann es euch klipp und klar sagen. Ich habe, wo ich klein war, gestern, gemerkt, dass mein Stiefvater sich immer als Weihnachtsmann verkleidet hat. Und dann habe ich mir geschworen, ich werde jetzt mit der Schrotflinte den echten Weihnachtsmann jagen. Und ich habe ihn gefunden. Der ist bei mir im Keller angekettet und der produziert eigentlich nur noch Geschenke für mich. Sorry. Tut mir leid. Was schreibst du denn da eigentlich? Aber Ich er auch nicht kriegt ein so. Nee, Gehalt was von mir, schreibt der ja? da? Also, Was schreibst du denn ne? da? Das Nie krieg ich hier, gar nicht so. ne? Ah, okay. Und was schreibt der da? Will ich gar nichts an, sagt er. Meshu, sag doch mal. Ich schreibe einen Brief, jetzt siehst du das. Und an An wen? den Weihnachtsmann Du weißt eventuell? aber schon, dass du keine 5 mehr bist, sondern auf die 75 No, und zugehst. ich schreibe den Brief Lies trotzdem. doch mal vor, das Nee, Ding. dann geht das nicht in So Erfüllung. funktioniert das doch nicht, Mensch. Der Da, Weihnachtsmann ist doch keine also Zahl. mein Wunsch, wenn ich so auf meine 70 zugehen würde, wäre mein Wunsch an Weihnachtsmann, ich hätte jetzt endlich mal Rente. Weil ich glaube nicht mehr, dass ich die 80 schaffen würde und ich würde jetzt schon gerne mal langsam ins Rentenalter kommen und das Leben leben. Das wäre ein Wunsch von mir. Und bitte keine GZ mehr bezahlen. Wenn du den Lass Zahn die Rente ausgefüllt hast, kannst du mir auch ein bisschen netter sagen, sonst hat die Glücksfee gleich wieder einen Grund zu dir zu Stell dich kommen. doch nicht so an, lies einfach vor den Lachs Ja, da. ist doch gut, Mensch, aber nicht lachen. Nein, wir lachen Okay, gut. nicht. Rasenmähertraktor, Greifarm, Leertaste, Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher, Packung Kichererbsen, Das Tomaten. ist doch einfach nur eine Einkaufsliste oder was soll Finde ich das? aber Das in ist mein Brief Ordnung. an den Du hast Weihnachtsmann. ja noch nicht mal Hallo oder sowas Das ist einfach geschrieben. ein minimalistischer Ihr Brief, müsst doch ne? richtig viele Briefe durchlesen zu Weihnachten. Ich dachte, da komme ich Ihnen ein bisschen entgegen und breche einfach aufs Nötigste so Ja, doch, runter. locker 25. Das ist doch keine Liste für den Baumarkt. Das soll von Herzen kommen. Das ist für den Ja, ich Weihnachtsmann. habe mit Liebe alles fix Ich aufgeschrieben. sehe doch von hier, dass du dich sogar verschrieben hast. Du hast Also, Leertaste mit. ich würde es jetzt ganz anders machen. Ich würde das per Alexa machen. Alexa schickt dem Weihnachtsmann bitte einen Brief. Weil ich hab noch eine Schreibmaschine und die heißt Alexa. Und genau, dann schreibe ich dann halt per meiner Alexa den Brief und muss den leider auch selber manuell verschicken. Aber ich mache das auch mit Liebe. Klar, ich küsse den Brief noch vorher. Ich mach vorher noch kein Parfüm drauf. Das ist sowas ähnliches wie Parfüm, aber das hat eine andere Wirkung. Also, ja, dass halt der Weihnachtsmann dann mir die Geschenke definitiv gibt, ne? Also sind ein paar Hormone drin, ne, dass er, selbst wenn er Nein sagen würde, dass er definitiv Ja sagt. Klar, das ist gecheatet. Du cheatest ja, aber mein Gott, irgendwie von irgendwas muss ich ja leben hier. EH statt mit Doppel-E. Du hast das einfach Ja, ich durchgestrichen. wollte nicht noch einen Zettel Das war verballern. wahrscheinlich auch im Sinne vom Weihnachtsmann, ne? So Und was nämlich. willst du mit dem Dinge Greifarm? greifen, ist doch völlig klar. Und was? Du hast doch deine beiden Klopfhoden auf. Aufmerksame Zuhörer, während ich die Liste vorgelesen habe, haben eventuell mitbekommen, dass ich ebenfalls Packung Kichererbsen aufgeschrieben Ach habe, die ich dann so. greifen Findest du kann. das witzig? Nee, oder siehst du mich Ich nicht an? schon. Ich sehe dich nicht an. Ja, genau. Und was soll eine Leertaste Die sein? leere Taste von meiner Tastatur für den Deine PC. ist weg, oder warum Die ist brauchst du leer. eine Starke neue? Annahme, wie kam's da Mensch, drauf? keine Ahnung, eventuell hat er auch Lust auf eine andere Taste, ich weiß das doch Eine nicht. andere Taste? Was ist das denn für ein Blödsinn? Wozu brauche ich denn zwei Du brauchst gar Tasten? nicht ablenken von deinem Brief Wieso da. denn ablenken? Mein Brief ist völlig in Der ist Ordnung. Du Arsch. bist Du Arsch. kannst doch wenigstens lieber guter Weihnachtsmann oder so Lieber guter schreiben. Weihnachtsmann? Günther ist doch keine 5, wie ich Ja, hier auf die also 75 bitte. Trotzdem Man bist du aber. muss ja auch Briefe ein bisschen professioneller halten, ne? Gendern sollte man definitiv, sonst wird es wieder kritisch, ne? Sonst werden die ersten wieder auf die Barrikaden gehen. Also gendern sollte man definitiv, bitte. Und da muss man einfach, ja, ganz klipp und klar, Passe Öf Günther, also so habe ich immer so meine Briefe. Da habe ich geschrieben, Passe Öf Günther, der Uwe ist auch dabei, gib mir mal bitte heute meine Million, sonst knallt. Hat sich nie wieder bei mir gemeldet, der Weihnachtsmann. Ich bin auch geblacklistet worden. Aber naja, der Osterhase kommt ja auch noch, ne? Und wenn der mir nichts schenken will, gut, dann landet der halt im Ofen. Aber scheinbar nicht zu alt, um einen Brief an den Weihnachtsmann Ich zu möchte am schreiben. Weihnachten ja auch Geschenke Bist du ein bekommen. Dämlack oder was? Es gibt den Weihnachtsmann nicht. Das ist dir klar, Hä? oder nicht? Was? Willst Gibt's du jetzt eine den? Diskussion führen, ob es den Den Weihnachtsmann gibt oder gibt's. Da brauchen wir Den nicht machen, weil es den gibt. Könnt gibt. ihr das irgendwie Irgendwie noch musst du so ganz kurz ehrlich vor sagen, Heiligabend Schatzi, verabreden, aber sowas wo denn sind wir gibt's? mit der Miesepeter Quatsch, und lässt du mich nicht kommst einfach hier mal meinen an. Spaß Ich haben? freue mich Leute, heute ich mal hasse zu solche sehen. Menschen. Muss ja Ey. keine Schreiben, Es hast du gibt, ja halt das sind genau die Menschen, die dann die Echsenmenschen leugnen, die dann leugnen, die sagen ja auch, es gibt da so Menschen, die sagen, die Erde ist also fast rund, ne, also oval und so. Die spinnen doch alle. Also wirklich, also an was glaubten die ja noch? Glaubt er an die Regierung oder was? Also,
Günther, du hältst mich jung, ne? Wer ist er denn? Siehst du, das erste Geschenk habe ich schon mal bekommen. Also von dem Weihnachtsmann will ich nichts bekommen haben, nichts haben wollen, und der Weihnachtsmann darf sich auch, wenn ich in der Nähe bin, bitte keinen Kindergarten nähern. Gib die Zettel her, ich will auch noch was draufschreiben. Hör damit! Du weißt aber schon, dass du keine 5 mehr bist, sondern auf die 75 zugehst. Ich auch. Ist nicht schön. So, man merkt eigentlich Jahr für Jahr, man rostet immer mehr ein. Ich konnte noch vor knapp einer Woche, konnte ich noch die Treppen hochspringen. So eine Woche später habe ich so gemerkt, geht nicht mehr. Ja, also ich brauche mindestens 10 Pausen. Sauerstoffzelt hat extra jetzt mein Vermieterbund für mich aufstellen lassen. Ja, das ist halt alles nicht mehr so einfach, ne? Und wenn ich so überlege, so Rente, ob ich von Lebenserwartung überhaupt die Rente schaffe, das ist ja mal das Nächste, das Erste. Und das Zweite wäre, gibt's bei mir überhaupt noch eine Rente? Für was zahle ich überhaupt noch Rente? Für was zahle ich in die Rentenkasse ein? Es gibt doch eh bald keine Rente mehr. Die Rente wird auf 100, auf 1000 wird sie dann irgendwie hochgepumpt. Und ja, wird schwierig, 1000 Jahre, ne? Also wenn ich weiter so mache mit meinem Leben, bin ich froh, wenn ich 14 werde, weil das ist kein gesunder Lebensstil hier, den ich hier führe. Das ist nie gut, ne, aber gut. Naja, ich schreibe jetzt noch den Osterhasen, der Weihnachtsmann hat mir dieses Jahr nichts geschickt. Ich muss den auch mal wieder was zu essen geben, der hat jetzt, hab den jetzt, glaube ich, 2 Jahre oder so vergessen im Keller. Vielleicht könnte es da dran liegen. Ja, und wenn der Osterhase mir keine Geschenke schickt, ein Braten wäre auch nie schlecht. Ne, also ein Braten kann ich mir dann auch gönnen. Ich krieg's schon hin. Ne, also nie wundern, wenn ihr zu Ostern nichts bekommt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.